So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zu Hogwarts Legacy. Und ja, wie ihr seht, sind wir hier in der Einöde und schauen mal, was uns das letzte Rennen einbringen wird. Beziehungsweise wie schwer das letzte Rennen sein wird. So, Imelda. Hallo Imelda, da bin ich wieder. Die Strecke ist ein bisschen weit weg vom Schloss, oder? Offensichtlich. Und zu weit für die meisten Mitschüler. Erbärmlich. Sie sollten mich anflehen, die Rennen weiterzuführen, statt Angst zu haben. Unser neuer Fünftklässler ist tatsächlich aufgetaucht. Wirklich beeindruckend. Das ist also, danke. Ich bin oft ungeduldig. Mich frustriert, wenn Leute Dinge nicht so ernst nehmen wie ich. Meiner Erfahrung nach trifft das auf die meisten zu. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Aber genug geplaudert. Ich bin zuversichtlich, dass ich eine unschlagbare Zeit aufgestellt habe. Das glaubst aber auch nur du. Bin bereit Wir für die sehen ja gleich, wie ich Herausforderung. mich schlagen werde. Ich bin bereit. Gleich wirst du verlieren. Okay. Und erwischt. Wunderbar. Zack. 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 So. Zack. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Hab. Hab. Wunderbar. So, schnell dadurch. Die nehmen wir auch noch mal mit. Zack. Dadurch. Das läuft richtig gut. So, dadurch. So, das Gute ist, diese Dinger geben mir gut Boost. Nicht allzu schwer. Zack, nächstes. Und der nächste Flug. Ach, Mist. Scheiße. Da kriege ich eine Strafsekunde, das ist Gut uncool. geflogen. Das Wunderbar. ist uncool, dass wir eine Strafsekunde kriegen. Na, aber 3 Strafsekunden. Aber haben trotzdem den Das war ja nicht schlecht. Highscore geschafft. Beeindruckende Arbeit, aber freu dich nicht zu früh. Ich hole dich sofort wieder ein. Meine Familie wird es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. Sie sind fast so ehrgeizig wie ich. Fast. Tja, hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht, deine Rekorde herauszufordern. Das finde ich auch. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Du machst unserem Haus Ehre. Pass gut auf dich auf. So, jetzt müssen wir zu Weeks zurück. Das war wohl Mr. Weeks bisher beste Verbesserung. Jetzt will ich aber trotzdem mal kurz. Rebellion.
Also irgendwas. Legioso! Komm schon! Ich will doch nur helfen! Du doofes Vieh. Du doofes Vieh. Jetzt. So. Das ist nämlich so ein besonderes. Das glaubt Professor Howie. Also ein, so eine Art Shiny, sozusagen. Ne? Das hat nämlich so ein Sternchen dran. Und es ist so eins, okay. Da muss ich gleich mal gucken, was das da eigentlich ist. Levioso! Und nehmen wir mit. Ruhig. Ich tu dir nicht. Einfach damit wir, ne, von beiden Geschlechtern je eins haben. Dann gehen wir rüber nach Hogsmeade. Um mal bei unseren werten Besenfreund vorbeizuschauen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver. Ich kannte mal das Reisen vor Flohpulver. Wie geht's meinem Lieblingstestpiloten? Ja, dann na, erzähl ich suchen dem Sie mal. Heute? Erstmal Müll weg. So. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ich habe den Rekord an der Südküste. Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich habe den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar. Extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind zu sehr. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Sehr aufregend. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals, vielen Dank. So. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Okay. Damit haben wir die Quest auch fertig. Ich glaube, hier war jetzt keine mehr. So, klar, die Schlüssel müssen wir noch machen. Finde den Schatz anhand der Nerietas Karte. Ach so, das war ja hinten auf dem Dings. Das können wir später noch machen. Natti. Natti wollte noch was von uns. Ich glaube in Hogwarts, ne? Ja. Zack. Oh, schön. Mit riesigen Weihnachtsbäumchen. Wobei man da dann wieder sagen kann, ne? Weihnachtsbaum ist ja eigentlich größtenteils christlich angehauen, ne? Also, ne, wegen Weihnachten, Weihnachtsbaum, ne? Ich weiß jetzt, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber normalerweise sollte dann ist das ziemlich christlich angehauen hier alles. Was ist mit denen, die keinen Weihnachten feiern? Revelio. Decke der großen Halle. Hm? Ah, ich wollte noch mit dir sprechen.
Alles klar. Unglaublich, dass wir den Erschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächszimmer Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Sie sollte stolz auf dich sein. Wenn sie mehr darüber wüsste, was du getan hast, wäre sie bestimmt stolz. Oh, wenn sie wüsste, was ich alles getan habe, würde sie mich nie mehr aus den Augen lassen. Tut mir leid. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein. Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kam aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen. Und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Deine Schuld? Wie meinst du das? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Tut mir leid, Nati. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater war bestimmt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Okay. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Joa. Oh, guck mal. Erstmal. Schade. Hätte ja sein können. So, machen wir schnell mal den hier. Wir sind da. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 7 sind 16. Das heißt 8. Brauchen wir. Das heißt, die Spinne muss als erstes hier. So. Und beim unteren sind wir bei 0, also plus 11, das heißt 1, 3 Hydra. Also für die, die es jetzt nicht wissen, wie das mit den Rätseln auf sich hat, ne? Das hier zählt als 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und im Grunde müsst ihr die drei Eckpunkte versuchen zusammenzufügen, also ne, Plus zu nehmen, um die Mitte zu bekommen. Oder beziehungsweise kann man es auch andersrum machen. Ne, die Mitte minus die Eckpunkte gleich die die Fragezeichen Eckpunkte. Ja. Also je nachdem, wie man es rechnen will, natürlich. Revelio. Okay, okay. So. Nächste. Ich bin ganz ehrlich, für diese Folge würde ich jetzt noch nicht mit der hier anfangen wollen. Wobei doch, können wir machen. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil ich mich erinnere, dass wir zum Ding, zu dem Ort ja noch hin müssen. Das heißt, es ist ja erstmal egal.
Wir hören uns an, was sie zu sagen hat. Und in der nächsten Folge werden wir jetzt dann mal schauen, dass wir da die Prüfungen machen. Sofern wir zur Prüfung direkt kommen, wenn ich mich recht erinnere. Aber naja, reden. Willkommen zurück. Hallo, Professor. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. In Hogwarts. Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von Ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über Sie gewundert habe. Moment, ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Genau. Da ist nämlich die letzte Prüfung. Ich bin beeindruckt von unserer Leistung. Diese Aufrüstung ist besser, als ich es erwartet hatte. Ups, sorry, wollte ich nicht Schauen Sie unterbrechen. mal bei Spindwitches vorbei. Ja, okay. Wir gehen erstmal kurz in. Nein! Nicht die Kartenkammer nochmal. Ich wollte in den Raum der Wünsche. Bin doof. Hier, Raum der Wünsche. Ich klick zu schnell. Ich klicke einfach zu schnell. So. Denn zum einen haben wir hier natürlich identifizierbare Sachen. Zum anderen haben wir hier. Ja. Gute Frage. Ich würde sagen, die. Nein. Ich würde sagen, die hier nehme ich ins Inventar, Jetzt ist die alles gut. Jabanol. Und mach die Kniesel hier rein. Ja. So, kurz mal gucken. Zack. Zack. Uff. Zack. So. Zack. So. Zack. 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 Diese Höhe. Zack. Der Irondale Deep. Oh, das ist so süß. Also wirklich, das ist so knuffig. Na, gehst du mal wohl. So, hat schon. So, habe ich jetzt alle? Ja, wir haben alle. Gut. Das wäre schon mal das erste Gehege hier. Die sind so niedlich, die Tierchen. So, dann gehen wir mal hier lang. Und gucken mal. Guck mal, wir haben hier nämlich zum Beispiel. Erstmal das alles. Schau mal. Wo ist der andere? Da. Da fliegt er. Er fliegt dort.
So. Protego! So. Wolkenschwinger. Zack. Diesen lila Kröte soll jetzt auch noch. Futtern. Und wo ist der andere? Da. So. Dann müssten wir hier auch alle haben. Naja. Guck mal einer. Und fehlt jetzt im Grunde nur noch einmal oben der Testral. Die Testrale. Die hier drin sein müssten, genau. Zack. Zack. Bild. Ist das eine wirklich mehr braucht als das andere? Als die anderen. So. Damit haben wir alle einmal kurz gepflegt. Ne? So, und dann würde ich aber auch sagen, beende ich hier erstmal diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in der nächsten Folge wieder rein, wenn es dann weitergeht, hier bei Hogwarts Legacy.